Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Für mich sah das gerade ein bisschen so aus, als hättest du dir den Fuß verstaucht. Ja, so fühlt es sich auch an. Soll ich einen Krankenwagen holen? Nein, ich muss mich nur kurz hinsetzen. Warte, ich helfe dir. Danke. Kein Problem. Hoffentlich ist nichts gebrochen. Das hoffe ich auch. Das wäre sonst ein großes Problem. Weil nächste Woche habe ich ein Fußballmatch. Vom Verein aus. In welchem Verein spielst du denn? Villacher Jugendverein. Spielst du auch Fußball? Ja, aber nicht im Verein. Eher mehr so hobbymäßig. Hast du dir schon einmal überlegt, im Verein zu spielen? Weil bei uns fehlen ein paar Spieler und wir können neue gebrauchen. Hast du Lust mitzumachen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich bin übrigens Stefan. Martin. Soll ich wirklich keinen Krankenwagen rufen? Nein, das geht schon. Das wird heute ein schmerzvoller Heimweg. Hast du es noch weit? Nur ein Kilometer, das geht schon. Und du brauchst wirklich keinen Arzt? Nein, echt nicht. Danke. Meinst du schaffst es bis zum Parkplatz? Mein Auto steht dort, ich könnte dich ja mitnehmen. Das wäre schon zu nett. Danke. Ja, weißt du, ein bisschen Nettigkeit hat noch keinem geschadet. Ich habe erst heute Vormittag gemerkt, wie wichtig diese Dinge sind. Es geht mich zwar nichts an, aber was ist denn passiert? Nun ja, ich habe meine Freundin etwas vernachlässigt und sie als etwas Selbstverständliches angesehen. Und ich habe ihr viel zu selten gesagt, was ich für sie empfinde. Und heute Morgen ist es ihr dann zu blöd geworden und sie hat mit mir Schluss gemacht. Das tut mir leid. Aber Kopf hoch. Es gibt noch so viele andere. Ja, aber sie war so... Perfekt. Die Einzige. Die man niemals hergeben möchte. Ich kenne dieses Gefühl. Echt. Aber vor einem Monat war das bei mir dasselbe, aber... Was soll's. Steht das Angebot mit dem Auto noch? Sicher. Komm mit. Du lernst aber auch nichts dazu. Schreibst du schon wieder SMS im Gehen? Servus, Stefan. Hallo, Martin. Und, wie geht's deinem Bein? Schon viel besser, danke. Wenn's so weitergeht, dann kann ich nächste Woche mitspielen wieder. Freut mich. Und, hast du schon überlegt, spielst du mit im Verein? Ja, also, offen gesagt, ich hätte schon Lust mitzuspielen, aber ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Ich habe gerade keine Zeit, aber... Morgen hätte ich welche. Treffen wir uns am Sportplatz am Nachmittag. Dann schauen wir mal, wie gut du bist. Okay, ja, das wäre cool. Cool. Bis morgen. Servus. Hallo Stefan. Hallo. Alles klar? Alles klar. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an, oder? Okay, bevor ich dich dem Verein vorschlage, muss ich wissen, wo deine Stärken liegen. Ob du gut als Torwart, Verteidiger oder Stürmer bist. Okay. Ich würde sagen, zuerst werden wir aufwärmen und danach ein paar Runden drehen. Ja. Als erstes werden wir 10 Liegestütz, 10 Kniebeugen, einen 100-Meter-Sprint und danach viermal in den Platz laufen. Ist das genug?
Ja, das reicht, glaube ich. Sehr gut. Okay, dann beginnen wir mal mit den Liegestützen. Ja. Jetzt? Ja. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich würde sagen, weiter mit den Kniebeugen, oder? Okay, und eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, bist du bereit? Ja. Passt. Auf drei, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Okay, die vier Runden warten auf uns. Komm. Okay, das war jetzt nicht nur das Aufwärmen, sondern auch der Test, ob du als Stürmer geeignet wärst. Ja. Und? Tja, es könnte vielleicht noch etwas besser sein, aber wenn du dann im Verein spielst, dann trainierst du sowieso öfters und dann wird das schon mal. Dann lass uns weitermachen. Okay, ja. Ich stelle mich jetzt ins Tor und du versuchst den Ball dann an mir vorbeizubekommen. In Ordnung, ja. Zeig, was du kannst. Immerhin triffst du das Tor. Du wärst gut als Stürmer. Tauschen wir einmal. Passt. Tja, als Torwart bist du ja nicht so berühmt. Dafür als Stürmer. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, ich werde das im Verein deponieren und danach schauen wir weiter. Ja, danke. Hättest du vielleicht Lust, danach etwas trinken zu gehen? Ja, gute Idee. Dann kann ich dir auch gleich meine Freundin vorstellen. Was? Du hast schon wieder eine neue? Ja, wir kennen uns jetzt etwas länger, aber jetzt erst haben wir zusammengefahren. Ach so, okay, ja. Passt. Bis gleich, ja. Ich verstehe jetzt, warum Stefan auf dich steht. Störe ich? Es ist nicht so. Nicht so, wie es aussieht? Hast du das aus einem deiner zahlreichen Liebesschnulzen, die bei dir zu Hause herumliegen? Wir wollten nur... Was? Mal ausprobieren, wie sich der jeweils andere anfühlt? Oder musste Sandra sogar beatmet werden? Sollte das der Fall sein, hast du natürlich richtig gehandelt. So bin ich nochmal. Ach, leck mich doch. Stefan! Stefan! Stefan!
Neuerliche Diskussionen zwischen Österreich und dem seit dem Jahr 2000 existierenden italo-österreichischen Grenzstaat Manria wegen den Wasservorkommen in den Karawanken und die Wasserknappheit in Manria haben sich nun zu einem Streit entwickelt. Manria besteht durch die Besitzübertragung jenes Teils der Wasserreserven, der sich auf dessen Land befindet. Da sich diese Vorkommen allerdings in den Karawanken befinden und Österreich seit jeher die Rechte an diesen besitzt, will es diesen Besitz nur entgegen Zahlungen seitens Manria abtreten. Da Manria aber momentan in großen Schulden steckt, kann es den vom Staat Österreich verlangten Preis nicht bezahlen und hat nun gedroht, andere, vielleicht sogar illegale Wege zu finden, um an das kostbare Wasser zu kommen. Auf diese Drohung hin wurden vom österreichischen Heer Grenzposten entlang der Wasservorkommen, die sich vor allem im Bereich des Mittagskugels befinden, postiert. Diese dämlichen Politiker. Wenn die nur einen Euro für jede Streiterei, die sie mit einem anderen Land führen, bekommen würden, dann wären die wahrscheinlich in einer Woche Millionäre. Verdammte Scheiße! Da merkt man, wie viel die aus dem Jugoslawien-Konflikt 1990 gelernt haben. Wir haben genug Seen mit Trinkwasserqualität. Aber nein. Hoppla. Sag mal, hast du einen Knall? Willst du, dass ich irgendwie einen Herzinfarkt bekomme? Reicht es nicht schon, dass mir meine Freundin das Herz herausgerissen hat? Und jetzt kommst auch du noch und setzt ihm einen drauf. Abhärtung ist nichts Schlechtes, vergiss das nicht. Abhärtung gegen die Unfähigkeit, sich im Griff zu halten, wäre gut, wie? Ja, vielleicht. Aber angesichts der jetzigen Lage, auch gegen die Unfähigkeit zu vernünftigen Verhandlungen. Wie die Politiker, hm? Die reden auch nicht gerne, die schlagen lieber zu. Warum muss das genau unsere Generation durchmachen? Wahrscheinlich zu den falschen Zeiten am falschen Ort. Es könnte gut sein. War ja vor kurzem auch nicht anders, oder? Nein, leider. Meinst du, es wird zum Kampf kommen? Tja, momentan läuft alles darauf hinaus. Obwohl die Lösung eigentlich so einfach wäre. Sie müssten einfach nur darüber reden. Tja. Aber so einfach ist das halt nicht immer. Manchmal schlägt man eben lieber zu. Es war falsch von mir, dir ins Gesicht zu schlagen. Warum sagst du das? Du könntest genauso gut auf mich scheißen und sagen, dass ich dich in Ruhe lassen soll. Ja, aber ich glaube, fast in Zeiten wie diesen ist es nicht so schlecht, gute Freunde zu haben. Da hast du recht. Ich habe mit Sandra geredet. Sie hat gesagt, dass sie dich angebaggert und mit der ganzen Fummlerei angefangen hat. Sie soll die Schuld nicht auf sich nehmen. Ich habe mich einfach nicht beherrschen können. Ja, sicher. Aber manchmal sind eben die Triebe stärker. Das klingt, als würdest du von einem Tier sprechen. Tja, Menschen sind in vielen Beziehungen auch recht animalisch. Sie machen Fehler. Aber im Gegensatz zu Tieren, auch wenn diese nichts dafür können, sind sie sich ihren Fehlern bewusst. Das macht den feinen Unterschied. Weißt du, es tut mir leid. Echt. Ist nicht so schlimm. Es werden wohl noch genug Frauen kommen. Ui, da hat jemand eine sehr große Meinung von sich selbst. Tja, die darf man ja auch haben, solange man sie nicht gleich jedem unter die Nase reibt. Österreich befindet sich nun, besonders nach der Sichtung manrianischer Soldaten in Grenznähe, in Alarmbereitschaft. Die Stadt Villach wurde vorerst zur Frontstadt erklärt. Die Bevölkerung Villachs wurde gewarnt. Viele Menschen haben bereits die Stadt verlassen und sind ins Hinterland geflüchtet. Auch wenn die Versorgung der Bevölkerung garantiert wurde, begannen die Menschen, sich mit Vorräten für die nächsten Wochen einzudecken. Ich hoffe, das reicht für die nächsten paar Wochen. Wir hätten heute Morgen schon einkaufen sollen, wie all die anderen. Ja, wie denn, wenn wir zur Musterung fahren mussten und die Züge nicht mehr regelmäßig fahren? Stefan, bringt Blut, okay? Tut mir leid. Das Ganze ist nur momentan etwas viel für mich.
heute gehe ich noch hier neben dir, morgen liege ich schon in irgendeinem Schützengraben und wenn es blöd läuft, unter der Erde. Das wird schwer gehen, wenn du in der Stadt kennst. Aber ich kann dich verstehen. Nein, kannst du nicht. Du bist kein Villacher. Du hattest nicht die Wahl zwischen Heer und Volksbewegung. Wobei beides dasselbe bedeutet, nur eben anders heißt. Du als Auswärtiger hattest das Glück, in einem Lazarett arbeiten zu dürfen. Du weißt, dass ich dafür nichts kann. Ich muss jetzt gehen. Ich denke, ich werde an der Trau entlang gehen. Das ist wahrscheinlich der sicherste Weg. Ist okay. Pass auf dich auf. Du auf dich auch. Trefft ihr euch denn morgen? Um 5 Uhr in der Früh. Da werden die Waffen aus und die Truppen eingeteilt. Kannst du mir auch ein Ticket für diesen Höllentrip besorgen? Ja, könnte ich schon. Aber es könnte passieren, dass es nur ein One-Way-Ticket sein wird. Dann gehe ich halt zu Fuß nach Hause. Willst du das wirklich? Natürlich, ich kann ja nicht die ganzen Krankenschwestern alleine überlassen, oder? Du bist ein Trottel. Die hättest du ja auch so haben können, wenn du eh dort gearbeitet hättest. Ja, aber Soldaten mögen die halt lieber als wir männliche Krankenschwestern. Oh Mann. Bleib hinter mir. Thank you.
Stefan! Warte, ich komm gleich zu dir. Stefan, hilf mir! Warte, ich komm gleich. Stefan! 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 Halte durch! Was hast du jetzt davon, du Wichser? Martin, ich bin hier. Stefan, was ist passiert? Du bist angeschossen worden, aber es ist nicht so schlimm, hörst du? Da ist irgendwas in meiner Schulter. Ja, eine Kugel. Aber keine Sorge, ich bringe dich sofort in ein Lazarett. Stefan, bleib bei mir. Ich bleibe bei dir, aber komm, wir müssen unbedingt in ein Lazarett. Versuch aufzustehen. Hör zu. Du musst jetzt deine Hand ganz fest auf die Wunde halten, denn sonst verlierst du zu viel Blut. Martin, komm weiter. Bitte, lass mich doch einfach liegen. Nein, komm schon. Denk an all die Menschen, die um dich trauern würden. Denk an deine Eltern, denk an Sandra und denk an mich. Stefan, du siehst doch selbst, dass es keinen Sinn mehr hat. Nein, gib nicht auf. Stefan, ich spüre meinen Körper fast nicht mehr und ich sehe auch kaum noch was. Begib dich in Sicherheit, schnell. Nein, ich kann nicht, Martin, verdammt, ich kann nicht. Bitte, geh doch einfach. Nicht ohne dich. Stefan, du hörst mir jetzt zu. Geh ins nächste Lazarett und lass dich versorgen. Ich lass dich nicht liegen. Stefan, lass mich einfach liegen. Ich habe keine Kraft mehr. Begib dich einfach in Sicherheit. Wenn du morgen aufwachst, wird die Welt wieder ganz anders ausschauen. Denk einfach an mich und besuch mich ab und zu am Friedhof. Martin, bleib da. Bitte bleib da. Danke. Danke, dass du mein Freund warst. Danke für alles. Martin. Vor etwa 6 Stunden unterzeichneten Mandria und Österreich einen Friedensvertrag, der nicht nur den Frieden, sondern auch den Wasservorrat in beiden Ländern sichern soll. Der Krieg ist somit vorbei. Er kostete rund 15.000 Menschen das Leben. Gott sei Dank war man nun endlich bereit für vernünftige Verhandlungen. Fang, alter Freund.